Hallo, ich bin Mike und ich darf euch heute das Konzept der Speedlane vorstellen. Beim Immobilienkauf kommt es auf zwei Dinge an: die passende Finanzierung und die schnelle Kreditzusage. Wer zu lange zögert, darf auch in Zukunft nur an seiner Traumimmobilie vorbeifahren. In Top-Lagen wie größeren Städten und deren Umgebungen ist die Nachfrage ungebrochen und steigt stetig an. Für Interessenten wird es immer schwieriger, das passende Objekt zu finden. Viele suchen oft Monate oder sogar Jahre. Wenn dann die ersehnte Immobilie gefunden ist, darf nicht gezögert werden. Nichts ist jetzt wichtiger, als so schnell wie möglich die eigene Finanzierungsfähigkeit nachzuweisen, um sich beim Makler gegen mögliche Mitbewerber durchzusetzen und den ersehnten Zuschlag zu bekommen. Bei der Immobilienfinanzierung wird also neben der Kondition die Prozessgeschwindigkeit immer wichtiger. Wie schnell kann ein Interessent die dringend benötigte Kreditentscheidung bekommen? Für Anwendungsfälle wie diese kennzeichnen wir zukünftig Baufinanzierungsangebote mit einem neuen Symbol, der rasenden Uhr. Okay, und wofür steht die rasende Uhr nun genau? Sie zeigt den BeraterInnen in der Ergebnisliste auf einen Blick, welche Angebote innerhalb von 48 Stunden entschieden werden können. Die Voraussetzungen für dieses Serviceversprechen sind, dass von den BeraterInnen alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen wurden, die Unterlagenfreigabe sofort nach der Angebotsannahme erfolgt ist und die Angaben im Antrag korrekt erfasst wurden. Mit der rasenden Uhr lassen sich also die besonders schnellen Produkte erkennen. Jetzt werden sich die Produktanbieter wahrscheinlich fragen, was muss ich tun, um auch so eine Uhr zu bekommen? Für das Speedlane-Konzept brauchen wir nur drei Dinge: euer Serviceversprechen von 48 Stunden Kreditentscheidungszeit, eure Definition von Vorhaben, für die dieses Serviceversprechen gelten soll, eure bevorzugte Bearbeitung dieser Vorhaben in eurer Kreditprüfung. Wir werden dann ein Speedlane-Produkt definieren, das sich aus eurem Basisprodukt ableitet und auf die Vorhaben eingeschränkt wurde, für die das Serviceversprechen von 48 Stunden gilt. Das tun wir, damit das Serviceversprechen nicht für alle Produkte von euch gelten muss. Hier an einem Beispiel der Volks- und Raiffeisenbank Mittelfranken-West. Wir ändern den Antragsteller mal von selbstständig auf angestellt. Und wenn wir jetzt das Angebot aktualisieren, bestechend simpel taucht das Symbol immer dann auf, wenn die Kreditentscheidung innerhalb von 48 Stunden machbar ist. Das Speedlane-Produkt erweitert also euer Produktspektrum und gibt euch die Möglichkeit, neben dem klassischen Portfolio auch dem Bedürfnis nach einer schnellen Kreditentscheidung nachzukommen. Wird das Speedlane-Produkt ausgewählt, so wird der Antrag in einem bestimmten Kreditbetrieb gesteuert, damit diese Anträge erkennbar werden und eine bevorzugte Bearbeitung erfolgen kann. Jetzt müssen die Unterlagen sofort hochgeladen und freigegeben werden, damit eine sofortige Kreditprüfung für das Speedlane-Produkt erfolgen kann. Die Unterlagenakte unterstützt die BeraterInnen dabei, die Anträge vollständig einzureichen und das ohne großen Sortieraufwand. Wie das genau geht, könnt ihr am Stand erfahren, wo es Live-Demos Unterlagenakte gibt. Jetzt kommt es auf die Kollegen in der Kreditprüfung an, dass sie das Speedlane-Produkt bevorzugt bearbeiten und eine exzellente Finanzierungserfahrung für BeraterInnen und Immobilieninteressentinnen erzeugen. Damit die Kreditprüfer die Anträge des Speedlane-Produktes erkennen können, erscheint der Antrag in einem gesonderten Kreditbetrieb. Durch die Voraussetzungen, die vollständige Unterlagen erfordern, kann sofort mit der Prüfung begonnen und diese abgeschlossen werden. Es entstehen keine Wartezeiten oder Wiedervorlagen für die Kreditprüfer, was die Effizienz der Prüfung steigert und so die Kosten beim Produktanbieter senkt. Die Speedlane führt also zu mehr Geschäft und eine effizientere Kreditprüfung. Mit dem Speedlane-Konzept für Produktanbieter heben wir Angebote mit 48 Stunden Kreditentscheidungszeit hervor. Wir ermöglichen das Serviceversprechen für bestimmte Vorhaben, zeigen das Angebot zusätzlich zu den bisherigen Produkten und ermöglichen eine bevorzugte Bearbeitung im Kreditbetrieb. Mit dem Speedlane-Konzept könnt auch ihr neben guten Konditionen mit der Prozessgeschwindigkeit das Geschäft für euch entscheiden und den Interessentinnen zu einer Kreditentscheidung in nur 2 Tagen verhelfen, für eine Finanzierung, die überzeugt. Ich bin mir sicher, auch euch wird dieses Produktsegment zu mehr Geschäft verhelfen. Probiert es einfach aus. Bestimmt habt ihr jetzt einige Fragen im Kopf. Mike, wie kann ich die rasende Uhr bekommen?
Wenn ihr euch für das Speedlane-Konzept interessiert, dann sprecht euren Ansprechpartner an. Er wird mit euch definieren, für welche Vorhaben das Speedlane-Produkt gelten soll, wird die Unterlagenliste mit euch abgleichen und schauen, wie ihr das in eurer Organisation auch implementiert bekommt. Wie wird die 48 Stunden Kreditentscheidungszeit berechnet? Nun, wir berechnen die Kreditentscheidungszeit mit Beginn der Annahme des Angebotes, also der Antragstellung, bis zum Statuswechsel des Produktanbieters auf entweder zugesagt oder eben abgelehnt. Was ist, wenn die 48 Stunden nicht eingehalten werden? Wir reporten regelmäßig die Kreditentscheidungszeit und auch das Serviceversprechen des Produktanbieters. Sollte diese nachhaltig nicht eingehalten werden, werden wir nach Rücksprache mit Ihnen das Produkt deaktivieren. Was ist, wenn Unterlagen fehlen oder die Angaben nicht korrekt sind? In diesem Fall wird der Produktanbieter den Status zurückgestellt wählen und mitteilen, warum er diesen Vorgang nicht innerhalb von 48 Stunden bearbeiten kann. Was ist, wenn die Kapazität des Kreditbetriebs erreicht ist? Das Produkt lässt sich untertägig ein- und ausschalten, sodass man auch sehr genau steuern kann, wie viele Anträge von diesem Produkt am Ende im Kreditbetrieb landen werden. Kann ich das Speedlane-Produkt auch anders bepreisen? Ja, die Preisgestaltung bleibt offen. Man sollte jedoch vorsichtig damit experimentieren, denn gerade in diesem Segment der einfachen und schnellen Vorhaben ist der Preiskampf natürlich besonders hoch. Brauche ich dafür das grüne Blatt? Grundsätzlich nicht. Allerdings kann es sehr schwierig werden, die 48 Stunden ohne eine elektronische Einreichung von Unterlagen sicherzustellen. Hat euch das Konzept Speedlane gefallen? Dann meldet euch jetzt bei eurem Ansprechpartner. Ihr habt dafür nur 48 Stunden Zeit, ihr wisst ja.